zusammen, hi everyone. Ich habe hier einen Keilrahmen 30 auf 30 cm. Ich habe jetzt hier einen Becher, habe hier einen Stab und habe hier unten Löcher reingemacht. Das wollte ich eigentlich schon lange mal machen und das haben wir jetzt auch am Samstag in meinem Workshop gemacht. Da waren zwei da, Diana und der Etris, und haben richtig Spaß gehabt und das will ich jetzt euch auch mal zeigen. Also wie gesagt, unten Löcher reinmachen, den drehe ich dann rum. Ich habe hier Violett, ich habe hier ja Hellblau, das ist dieses, wie heißt es so schön, dieses Blue Light, ja so Himmelblau hell. Dann Gold und ein Becher mit Schwarz. Okay, und das werde ich jetzt einfach mal reinlaufen lassen, werde aber unten rum ein bisschen schwarz schon mal machen. Ja, Mitte ist anders, aber gut. Jetzt drücke ich den Becher mal da rein. So, ich werde es jetzt laufen lassen. Ich werde es machen, bearbeiten. Und ihr schaut einfach zu. Ich werde wahrscheinlich Musik laufen lassen. Okay, dann lasst uns starten. Gibt es noch was zu sagen? Ich habe in Violett und Gold habe ich zwei Tropfen Silikon reingemacht. Nur in Violett und Gold. Okay.
So Leute, ich möchte es nur mal ganz, ganz kurz erhitzen, weil ich habe ein paar Luftblasen drin, aber will es nicht zu stark, weil ich möchte nicht zu viel zählen. Ich werde hier meinen Heißluftföhn nehmen. Das reicht schon. Weil sonst ist meine ganze Struktur wieder kaputt. Okay. Gut, das war es eigentlich schon. Schnell und billig. Ich werde es jetzt kurz mal arbeiten lassen. Ihr seht ja, mir ist das fast schon wieder zu viel. Aber es hält sich noch in Grenzen. Mir ist wichtig, dass die Struktur erhalten bleibt, dass man die noch sieht. Und ein paar Zellen ist ja schön. Und dann würde ich sagen, lasst es kurz vor 10 Minuten einwirken und dann zeige ich es euch wieder von nahem. Okay, cool. Okidoki, dann bis gleich. So, ihr Lieben, ich bin zurück. Ein kleiner Tipp, gleich mal am Anfang. Nehmt nur in eine Farbe Silikon rein, sonst kommt wieder zu viel und euch verhaust die Strukturen wieder. Habe ich gerade wieder gemerkt. Wirklich, es reicht nur in eine Farbe, ein Tropfen, zwei Tropfen Silikon rein. Fertig. Okay, zeigen wir es euch mal von nahem. Ihr seht, was da schon wieder aufgeploppt ist. Er ist ja cool einerseits, aber die Struktur macht es halt schon wieder zunichte, sage ich jetzt mal. Außer hier jetzt, hier ist ganz gut noch. Und da ist dann aber auch schon wieder viel Silikon, aber ich finde es cool, trotz allem. Gehe mal davon aus, das Schwarz, wenn es richtig dunkel wird, wenn es getrocknet ist, mit dem Gold, mit dem Violett und diesem Hellblau, kommt dann richtig cool. Also wenn es euch interessiert, auch getrocknete Bilder und so weiter, mache ich meistens dann auf meine Facebook- und Instagram-Seite rein. Da könnt ihr auch mal nachschauen. Also Helsing Paint Art Design. Weil ich nicht immer so lange warten möchte, bis die Bilder getrocknet sind. Okay, cool. Also gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mal wieder auch was Neues. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bye.